Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu können. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Ja, willkommen zu Metro 2033. Wir legen heute nochmal gemeinsam los mit dem ersten Teil. Nächste Woche direkt den zweiten Teil hinterher, Metro Last Light. Ich bin riesig gespannt und ich würde sagen, legen wir los. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Psch, 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 psch. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Also, ich weiß ja nicht. Glaubst du wirklich, das ist so eine gute Idee? Na gut, deine Entscheidung. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Okay, kaum bin ich neu hier, darf ich erstmal ehrliche Arbeit verrichten. Und auch noch Handarbeit. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Das heißt Munition. Kein Mensch sagt Moon. Na gut, Moment, erstmal hier drüben hin. Und es werde Licht. Viel besser so. Also, was haben wir hier? Einmal hier diese Filterungseinheiten für die Gasmaske. Dann hier unten, wir können nur eine Waffe mitnehmen. Und ich würde sagen, wir behalten unsere. Moment, wir nehmen alles mit. Denn Munition ist hier sehr, sehr wertvoll. Schwupps, hier rüber. Okay, auf nach oben. Ich bin direkt hinter dir, mein Freund. Anscheinend keiner zu Hause. Ja, das ist doch gut. Das gefällt mir. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Torrück. Wir sind fast da. Okay, die Gasmaske. Wenn wir draußen sind, müssen wir sie anlegen. Unten in den Tunnels können wir sie auch weglassen. Und wie man sieht, haben wir hier so einen Timer. Den sehen wir hier. Lade deine Waffe. Und wir bekommen Besuch. Da kommen sie. So, den ersten hätten wir gleich mal direkt hier oben weggeholt. RB für Nachladen finde ich so ein bisschen ungünstig, denn ich lade meistens mit X nach. Aber die Waffe hier finde ich ganz gut. Wow, was macht denn der hier?
Ja, der hat Spaß. Versuchen wir es mal mit Sie. Moment, Moment. Wir ziehen gleich gemeinsam, aber erstmal gehen wir noch hier drüben hin. Lass uns gemeinsam ziehen. Das nehmen wir mit. Ein wenig Munition. Was hat der hier so? Na gut, gehen wir weiter. Also, mein Freund, ziehen hier drüben. Raus hier. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Der riesige Turm. Ullmann, bitte kommen. Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Okay, wir haben noch einen weiten Weg, denn der Turm ist riesig, wie man sieht. Das wird eine ganze Weile dauern, bis wir oben sind. Was ist los, mein Freund? Ah, und da sind sie. Froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Ich bin ruhig, ich bin ruhig. Auf eure Kehrseite, Jungs. Okay, Moment mal, keine Panik. Wo gehe ich hin? Ich gehe hier drüben hin. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Das ist ja eine richtige Horde. Ein riesiges Rudel hat uns hier umkreist. Okay, der Erste will angreifen. Scheiße, Feuer frei! Aber da waren wir schneller. Direkt nachladen. Boah, hier drüben. Kann mir denn keiner den Rücken frei halten? Okay, wo kommt der Nächste? Der will's wissen. Der will rangeln. Zum Glück haben wir die Waffe behalten, denn die hat mehr Munition im Magazin. Oh, no, 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 no. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm.
Oh Gott, so früh am Morgen. Da funktioniert mein Verstand noch gar nicht richtig. Na gut, schauen wir uns erstmal hier ein wenig um, bevor wir zu Hunter gehen. Wir spielen als Jom, einen jungen russischen Mann, gerade mal 20 Jahre alt geworden. Und das hier ist seine Story. Erstmal Licht aus, denn wir müssen ja sparen. Gehen wir, Artyom. Ja, ja, ist ja gut. Scheiße, Schweine, Krankheiten. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht. Alex. Ja, Nikolai. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Keine Panik, Hunter wird uns retten. Uns alle umbringen. Nein, nein, Hunter wird kommen. Er wird antworten. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Genau, sage ich doch. Hunter, unser Mann. Sergei, habt ihr meinen Sergei gesehen? Hallo, Artyom. Ja, man sieht schon, ich bin sehr beliebt hier. Noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Aber bleiben Sie ruhig. Müssen wir noch lange warten? Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Petro. Alexei war dabei. Hat ihn jemand gesehen? Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung. Ah, du bist es. Ich hoffe, er lebt noch. Waren es die Schuhe? Komm herein, Alex. Ich Hallo, verstehe. Artyom. Aber bleiben Sie ruhig. Wir... Die Leute wollen ihre Verwandten sehen. Okay, jetzt sind wir hier im Lazarett drin. Und wir können gar nichts mitnehmen. Liegen überall so schöne Sachen rum. Aber nichts für uns. Können wir das Licht ausmachen? Nicht mal das, okay. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Rassismus? Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Okay, okay, okay. Wir schauen uns hier mal um. Oh Mann, die sehen ja ganz schön mitgenommen aus. Na, Doc? Gott, wird das jemals aufhören? Ich ertrage es nicht mehr. Was ist mit mir? Ich bin gerade mal 20 geworden und sehe sowas. Komme. Komme nicht dran. Woran? Ich komme nicht. Nein. Nein, bleiben Sie von mir weg. Okay, der Mann ist richtig fertig. Wir sollten weitergehen. Hier leben wir nur Elend und den Tod. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Mut, es ist Hunter. Klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Willkommen, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen Eindringlinge töten. Im Hauptluftschacht! Sie kommen von oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell deine Waffe. Okay, die Schwarzen kommen und wo kriege ich meine Waffe? Ich find's ja ein bisschen merkwürdig, die Schwarzen. Na gut, meinetwegen. Artyom, hol dir eine Waffe. Russland, da funktioniert alles ein bisschen anders. Wir kriegen einen Colt. Verdammt. Und ein wenig Munition so und noch ein Medipack. Nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Okay, sie kommen von oben. Ihr beiden, übernehmt. Ich gehe da drüben hin und genieße die Show.
Alles klar, sie kommen. Boah, direkt auf Hunter drauf. Doch Hunter kriegt es hin. Er guckt nur zu. Genießt auch die Show. Ja, ich habe ja gesagt, Hunter ist unser Mann. Der wird alles erledigen. Hunter, der nächste gehört dir. 2, 3. Na gut, da helfen wir mal ein wenig mit. Also ich muss sagen, die beiden machen einen guten Job. Ich komme gar nicht zum Zug. Jetzt keine Panik. 2 Treffer und sie sind hinüber. Und noch haben wir Munition. Artyom, bist du okay? Natürlich. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht.